auf die Startformation sehen lassen. Auf der 1 Sebastian Schaal, der Kapitän der Mannschaft. Auf der 2 Jure Pelko mit 16 Punkten im Schnitt, der Topscorer. Auf der 3 Elvis Kadic, der Routinier, ebenfalls wie Pelko aus Slowenien. Auf der 4 David Hasenburger, zuletzt wieder erstarkt, der Nationalteamspieler. Und auf der 5 Povilas Gaidis, nach Jonathan Ferrell von den Wienern, der zweitbeste Rebounder der ABL. Die Lions aus Dreiskirchen, die haben zuletzt 5-mal in Folge auswärts verloren. Letzter Auswärtssieg, der datiert vom 7. November 2015 in der Sporthalle Walfersam, also gegen Kapfenberg. Heute soll es aus Sicht der Niederösterreicher endlich wieder soweit sein. Auf der 1 Benedikt Danek, der Assist-König der ABL, sage und schreibe 7 Assists pro Spiel im Schnitt hat der zu verbuchen. Auf der 2 Terence Aree, auf der 3 Florian Trümmerl, auf der 4 ein absoluter MVP-Kandidat, war schon einmal in der ABL, auch in dieser Saison. Fragezeichen Fabrizio Vai, der Italo-Argentinier, und auf der 5 der Center aus Belgrad, Aleksandar Vuletic. Der Headref, wie so oft in der ABL, wie so oft live bei Sky. Bernhard Adwenger, diesmal gemeinsam mit Marco Vladic und wir sehen Markus Sorgo. Das ist der dritte Unparteiische des heutigen Abends. Ein Spiel, das vor allem für den UBSC Graz von immenser Bedeutung ist. Wir haben es in der Vorberichterstattung gehört. Aber auch für die Niederösterreicher eine Partie, bei der man eine Trendumkehr schaffen möchte. Ich habe es gesagt, auswärts klappt es nicht. Seit Anfang November nicht mehr. Wo sonst, bei allem Respekt vor den Grazern, als hier kann man diese Serie aus Sicht der Dreiskirchner beenden. Bernhard Adwenger ist bereit, die beiden Mannschaften sind es auch. Graz also in Gelb mit der ersten Offense über den Point Guard, über Kapitän Sebastian Schaal. Findet keine Anspielstation, jetzt gerade noch Povilas Gaidis, den Litauer. Wieder das Zuspiel von Schaal auf Gaidis, gutes Zusammenspiel der beiden, aber Korb ist bisher noch keiner draus geworden. Benedikt Danek, einer der beiden Benedikts bei den Niederösterreichern, die teilweise richtig groß aufspielen in den vergangenen Wochen. Fabrizio Vai, der absolute Go-To-Guy des Teams. Vuletic mit dem Rebound, sehr guter Offensiv-Rebound. Hellwach der Serbe und dann Hasenburger gegen Danek. Das erste etwas robustere Duell des heutigen Abends endet mit einem Foul gegen den hochaufgeschossenen Nationalteamspieler. Wieder Danek. Terence Aree, einer von zahlreichen Wienern im Dress der Lions. Vai scheitert bei seinem zweiten Versuch bereits des heutigen Abends. Nach wie vor kein Treffer auf beiden Seiten, auch ein Beleg für die verständliche Nervosität. Es geht doch um einiges in dieser Partie. Wieder Schaal, wie viele bei den Grazern war auch er längere Zeit verletzt. Gaidis auch. Es gibt kaum einen Spieler bei den Grazern, der die gesamte Saison über gesund war. Und jetzt erstmals gibt es Punkte in diesem Spiel. Und zwar für die Lions durch Aleksandar Vuletic wie Fabrizio Vai. Immerhin schon 29 Jahre alt. Thank you.
die Möglichkeit für den Serben auf ein 3-Punkte-Spiel. Aber die nützt er nicht. Kadic, 35 Jahre, der Ex-Güssinger. Aber durchaus noch einer, der dem Gegner wehtun kann. So nicht. Hasenburger. Der zweite Ex-Güssinger bei den Grazern. Aber auch er bringt den Ball nicht im Korb unter sehr gute Defense der Lions. Weil mit viel Schwung. Aber auch er scheitert. Zum dritten Mal schon in Serie. Hasenburger auf Schal, einstudierte Aktion. Pit Stahl verlangt ein Foul. Und da kann ich ihn durchaus verstehen. Hat auch im ersten Moment aus meiner Sicht so ausgesehen. Und war auch eins. Auch die Refs brauchen offenbar noch ein bisschen. Und Sebastian Schaal braucht auch noch ein bisschen. Ui, 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 ui. Hohe Nervosität bei den Grazern. Auf der anderen Seite sehr robuste und sehr, sehr wache Defense-Leistung der Niederösterreicher. Florian Trümmerl. Auch er muss sein Visier noch richtig einstellen. Zahlreiche Fehlwürfe auf beiden Seiten prägen diese Anfangsphase. Schaal gegen alle. Aber es klappt. Endlich die ersten Punkte für die Grazer in diesem Spiel. 2:2. Fast Break Lions. Aber immer wieder Povilas Gaidis mit dem Defensiv-Rebound. Ich glaube, es war schon sein dritter. Und da trifft er auch in der Offense. Aus der Distanz. Ganz wichtig für den UBSC da jetzt den Turnaround in diesem Spiel, in dieser Anfangsphase des Spiels geschafft zu haben. Aus 0:2, 5:2. Harry wieder raus auf Trümmerl. Diesmal aus der Mitteldistanz, klappt schon besser. Mit der Nummer 7, Jure Pelko, von dem haben wir ja überhaupt noch nichts gesehen in diesem Spiel. Der Heckenschütze normalerweise des UBSC. Da ist er wieder. Und er wird beim 3-Punkte-Versuch gefoult von Terence Ari. Bittere Geschichte für den Guard der Lions. Denn Pelko darf jetzt dreimal an die Freiwurflinie. Punkte hat er schon einmal in einem Spiel gemacht, aber damit ist er nicht Spitzenreiter in der ABL in dieser Saison. Quincy Dix hat es einmal auf 40 und Fabrizio Vai auf 39 Punkte gebracht. 84% im Schnitt von der Linie, das hat er jetzt eindrucksvoll bestätigt. ...8:4 für den UBSC. Danek auf Wei. Wie oft werden wir das heute noch sehen? Unzählige Male, aber Wei trifft nichts. Bisher nicht. Kadic. Knapp daneben. Sehr schnelles Spiel, war auch so zu erwarten. Die Grazer laufen und die Lions laufen auch sehr, sehr gerne und schnell. Run and Gun wird dieses Spiel wohl prägen, zumindest solange die beiden Mannschaften fit sind. Nächster Treffer aus der Distanz für den UBSC. ...11:4 für die Grazer. Vuletic auch mit viel Schwung, stark gemacht vom Center. So, jetzt scheinen die beiden Teams diese
offensichtliche Anfangsnervosität einigermaßen abgelegt zu haben. Pelko bringt den Ball jetzt bei den Grazern und schließt auch selber ab, trifft aber nicht. Ree mit dem Rebound, weil Geidis ausnahmsweise daneben gegriffen hat. Trumal mit letztem Einsatz. Danek für drei, daneben. Zweites Foul schon gegen David Hasenburger. Das schmerzt aus Sicht des langen Oststeirers. Und aus Sicht der Grazer natürlich. Terence Ury raus und Benedikt Güttel rein. Und auf der anderen Seite jetzt das Heimdebüt für Joshua Freelove in der ABL. Freie Liebe in Graz. Alexander Vuletic, sehr auffällig in diesem ersten Viertel. Trifft nicht. 6:11 aus Sicht der Dreiskirchner. Bei denen jetzt also Benedikt Güttel heute seinen ersten Auftritt hat. Zuletzt war ganz stark in den vergangenen 5 Spielen eine Dreierquote von 57%. Freelove versucht zum ersten Mal, scheitert aber und scheint sich ein wenig überknöchelt zu haben. Das auch noch. Danek. Eine Spur zu kurz. Der braucht ebenfalls, wie Schal offenbar, noch ein wenig bei den Distanzwürfen. Pelko zieht das Foul. Hat es drauf angelegt, ist mitten reingegangen zwischen zwei Löwen und ist dann auch gefoult worden, im Endeffekt von Benny Danek. Und Pelko sammelt schon wieder fleißig Punkte, nachdem er in der Anfangsphase unsichtbar war, in den ersten 2 Minuten, 3 Minuten. Pelko hat alle 5 Freiwürfe, die er schon hatte, getroffen. Auf der anderen Seite hat Vuletic keinen seiner 3 Freiwürfe im Korb untergebracht. Auch das ein Grund für den Zwischenstand von 13:6. Prümmel. Aufmerksam. Jetzt Joshua Freelove, derjenige, der die Kugel bringt bei den Grazern. Schal auf der Zweierposition auf dem Flügel, trifft aber nicht. Mit der Nummer 10 bei den Grazern jetzt auch der zweite Kärntner. Erstmals im Einsatz, Marin Schliszkowicz. Zu Beginn der Saison sehr oft in der Startformation. Der steht er nicht mehr, hat auch insgesamt, was die Stats betrifft, ein wenig nachgelassen. Der Ex-Wörthersee-Pirate. Wieder Freelove, erneut auf Schal, der diesmal aber nicht wirft, sondern jetzt selber versucht, das Spiel zu ordnen. Kadic. Ah, auch der bisher nicht wirklich glücklich mit seinen Distanzwürfen. Güttel, man zeigt da uns seine Qualitäten von Downtown. Jetzt zieht er mal zum Korb, hat er gut gemacht. Vuletic mit dem Rebound und den Punkten.
starker Auftritt bisher von Alexander Rudetic. Würde er seine Freiwürfe auch noch treffen, dann überhaupt. Sehr beweglich, Free Love. Dieser kleine Umschnackler scheint ihm nichts wirklich anzuhaben. Und es geht ja doch bei Fabrizio Vai. Diesmal war es aber wirklich eine leichte Übung. Rudetic hat 4 Punkte im Schnitt über die Saison und jetzt schon 6. Also auf den kann das Trainergespann Lucic, Djuric setzen heute. Und auf ihn sowieso, auf Fabrizio Vai. Trümmerl für 3, aber sehr gut verteidigt. Trotzdem landet der Ball schon wieder bei Vuletic. Alexander Vuletic on fire, auch wenn er hier von einem Abpraller profitiert. Hüttl mit dem Augenschmäh, stark gemacht. Schöne Finte, schöner Abschluss von Benedikt Hüttl. 10:0 Run damit der Lions, die das Spiel ihrerseits wieder gedreht haben. Tadic muss was tun und wenn es aus der Distanz nicht funktioniert, dann muss man eben unter den Korb rein. Vor allem, wenn man wie Elvis Tadic 2 Meter groß ist. Weil der ist 2,07 Meter. Versucht es trotzdem aus der Distanz. Zu spät aus Sicht der Lions, die aber führen. Nach dem ersten Abschnitt in diesem Spiel, das geprägt war von einer hochnervösen Anfangsphase. Mittlerweile haben sich die Teams aber durchaus gefangen.16:15, also nach dem ersten Viertel, Max. Die Lions, die waren dann auf einem 10:0-Run, haben sich gefangen in dieser Partie. Wie gefällt uns dieser Vuletic, so ein richtiger Hustler? Ja, ich finde nicht, dass sich das Tier schon gefangen hat. Sie spielen offensiv unrund und alles, aber Vuletic glaubt, hat jeden verfügbaren Offensiv-Rebound auf. Und das sind dann immer einfache Punkte für die Dreiskirchner und den müssen sie aus Grazer Sicht sehen, wie in den Griff bekommen. Aber beide Mannschaften mitten noch sehr nervös und die Chancenauswertung, würden die Fußballer sagen, ist überschaubar. Die Grazer haben ja ganz gut begonnen von draußen, haben gleich einmal ein paar Dreier reingehaut. Müssen die einfach treffen am heutigen Abend, um hier eine Chance zu haben? Ja, ich gehe davon aus, also wenn der Wurf von außen nicht fällt bei Graz, werden die Höher nicht wirklich viel Land sehen, weil sie, wie man ja auch am Offensiv-Rebound-Ende von Dreiskirchen sieht, unter dem Korb ein bisschen überfordert sind mit den Dreiskirchen. Dankeschön, Max. Weiter geht's bei Geffen. Ja, ja, kaum gibt es einen Spieler, der Free Love heißt, kommen schon die schönen Grazer Mädels daher und schauen sich den an. Also, ein Spiel auf Augenhöhe bisher. Natürlich, Max Bargfrieder hat da vollkommen recht, hätten es ein paar Treffer auf beiden Seiten mehr sein können. Aber da merkt man eben auch die Wichtigkeit dieser Partie, vor allem für die Grazer. Bei den Dreiskirchnern jetzt mit der Nummer 14. Der unglaublich lange, 2,14 Meter große Montenegriner Milovan Drašković mit seinem ersten Auftritt. Und es steht schon 18:15 jetzt für die Löwen. Schal zerschellt an Danek. Kein Foul, sagt Marko Vladic. Und dann gibt's die Schritte. Die Dreiskirchner sind eine Art Angstgegner in den vergangenen Jahren für die Grazer geworden. Die letzten 8 Duelle in der Liga haben allesamt die Niederösterreicher gewonnen. Und wie schwer sich die eigentlich auswärts tun,
Das weiß man ja trotzdem. Haben Sie einen der beiden Auswärtssiege in dieser Saison hier in der Unionhalle gelandet? Pelko versucht wieder mal aus der Distanz und scheitert. Leichtes Spiel für die Lions. Danek auf Trumal. Und der nächste Treffer, der für einen 5-Punkte-Vorsprung jetzt sorgt für die Lions. Free Love. Geidis, einen Dreier hat er schon verwertet heute, den nicht. Deutlich nicht. Immer wieder hohes Tempo, schnelle Gegenangriffe und zwar von beiden Teams. Fußentscheidung von Marko Vladić. Ja, dürfte auch so gestimmt haben. Timeout. Fabio für Sebi. And if you take that three, the man is here, you gotta play in transition. I call this side that we penetrate. That we penetrate. Get over here, get the people on their spots. And now you start it. Okay? Hey, they only score a fast break and of second chance. We gotta control them. Okay? Let's go. Let's go, guys. Let's go. Yeah. 1, 2, 3. Das halt der alte Basketballhase Pete Stahl natürlich wieder mal wunderbar erkannt. Die scoren nur aus Fastbreaks heraus und bei Second Chance Betten, also nach Offensiv-Rebounds, vor allem von Vuletic. Und dem gibt es Einhalt zu bieten. Gar nicht so einfach. Terence Ree wieder da bei den Niederösterreichern und bei den Grazern erstmals mit der Nummer 11, der Ex-Fürstenfelder Fabian Richter. Auch ein Dreier-Spezialist. Immer wieder Freelove, der soll kein Point Guard sein. Er bringt aber meistens den Ball und diesmal schließt er auch selber ab. Starke Aktion. Beweglicher Spieler, der auch richtig springen kann. Wieder Aree. Vuletic diesmal aus der Distanz. Bei dem funktioniert heute alles. Was ist denn da los? Quittiert's mit einem milden Lächeln. Alexander Vuletic. 11 Punkte, der 23 von den Lions. Hut ab, wenn ich einen aufhätte. Wieder Freeler. Zu kurz. Aber da gibt es ja noch keinen Povilas Geidis. Viel Platz für Richter. Und dann verwertet er zwar nicht, aber dann im zweiten Versuch erledigt das Marin Sliskovic. Zweites Foul in dieser Aktion dann auch von Terence Aree. Und zwar hier beim Nachfassen. Deshalb Sliskovic jetzt an der Linie. Jawohl. 3-Punkte-Spiel des Kärntners, der sofort auch gleich wieder abgelöst wird von Elvis Kadic. Also, das Timeout hat absolut etwas gebracht. Nur noch 3 Punkte Rückstand für die Gastgeber. Milovan Drašković. Helle Hände von Aree. Wieder Vuletic. Das wäre jetzt des Guten zu viel gewesen. Er war dann doch deutlich daneben. Geidis, steigt er zurück? Nein. Er spielt ab. Freelove versucht es jetzt schon zum zweiten Mal aus der Distanz. Das ist offenbar seine Sache nicht. Aber die Dreiskirchner
Die haben einen Draskovic und der ist unter dem Korb sehr gut aufgehoben. Hüttl. Also Alexander Vuletic gibt den Grazern einiges aufzulösen. Aus Sicht der Steirer gibt er ihnen zu viel aufzulösen. Erneutes Timeout von Pitch Dahl, denn die Dreiskirchner sind schon wieder auf 27:20 davongezogen. It's not a problem if we miss open shots. The shot's gonna come. But it's a problem. Here's a ball screen. This is not Danek and this is no trap. That's the problem. No, the big guy has to trap that. On Danek under, on the other guys trap it. We gotta know who's on the ball. Know whom you're playing. Okay? And once we step out here and have to hedge, second big man protect the basket and tell him where to go. Alright? It shouldn't happen again that this guy fumbles the ball and still makes an open three. Let's go. 1, 2, 3. Also, die Pick-and-Roll-Defense ist das Problem aus Pitch Dahl und da hat er natürlich vollkommen recht. Die Fallen sollen aufgestellt werden, also gedoppelt soll werden und das funktioniert nicht so, wie sich der deutsche Headcoach, der ewig schon in Österreich lebt, das vorstellt. Und offensiv muss mehr kommen und es wird auch irgendwann mehr kommen, hat Pitch Dahl im Timeout gemeint. Die Würfe, die werden schon kommen. Unter anderem von ihm, von Jure Pelko. Muss wohl mehr kommen, soll es mit dem, unter Anführungszeichen, Pflichtsieg klappen. Bei den Lions ist Fabrizio Vai, der Go-To-Guy, wieder da. Soll diesen Vorsprung, wenn möglich, ausbauen. Bei den Grazern kehrt David Hasenburger auf den Court zurück. Zuletzt wieder erstarkt. Zweistellig gescored gegen die Swans. Richter wollte durchstecken auf Geidis, der hat das aber nicht wirklich überzuckert. Und dann ist die Kugel weg. Viel Platz für Draskovic, aber der ist bei allem Respekt in manchen Situationen ein bisschen Botschaft. Pelko zieht seine Kreise, hat auch den Platz bekommen dafür. Keine Gegenwehr bei dieser Aktion des Slowenen. Der erste Korb aus dem Feld heraus von Pelko wird auch schon Zeit. Offensivfoul gegen Fabrizio Weiß, so entscheidet Markus Sorgo. Ungläubige Blicke des Italo-Argentiniers. Er hackelt ein bisschen ein. Das wird wohl Markus Sorgo geahndet haben. Er hackelt unter der Achsel ein des Gegenspielers und lässt nicht los. Geht in Ordnung. Sekunden noch auf der Shot Clock. Jetzt wird es Zeit für Fabian Richter. Nein! Wer holt sich den Rebound? Ein Gerangel vom Feinsten und meist entsteht dann der sogenannte alternierende Ballbesitz daraus und das ist wohl auch diesmal der Fall. Aber es gab nicht nur ein Gerangel mit den Armen, sondern dann auch noch ein Wortgefecht. Benny Danek gegen Kovilas Geidis. Hoffentlich hat er ihn gehört da oben. Draskovic wieder raus bei den Dreiskirchnern. Thank you.
So, irgendwie geht herzlich wenig weiter bei beiden Teams in den vergangenen Minuten, in offensiver Hinsicht zumindest. Und jetzt will auch Wladimir Lucic, der Head Coach der Lions, einmal mit seinen Spielern Tacheles reden. Certainly, Fabrizio, we play court side, how we play. Termal, Jutl, Danek, Crni, pass, hand off, okay? Hand off. Crni, you start down. Pick, you attack the basket. It's no possible to attack the basket. Pass for Fabrizio, you play hand off with Jutl, okay? Aimo, let's go. Ein Timeout sozusagen als Reaktion auf jenes von Pichtal von davor. Eine neue Variante soll wieder für mehr Körbe sorgen bei den Niederösterreichern, angefeuert von doch einigermaßen zahlreich mitgereisten Fans. Drei für drei. Ei, ei. 30 zu 22 damit für die Niederösterreicher, die wieder ein wenig davon marschieren. Immer wieder Free Love. Nächste Schritteentscheidung gegen Graz. Geht in Ordnung. Gut gesehen von Markus Sorgo. Danek mit einem Tänzchen. Wieder bei Tor. Also der ist jetzt treffsicher geworden. Der hat sich nicht beirren lassen durch die Fehlwürfe der Anfangsphase. Da gab es drei oder vier von ihm hintereinander. Jetzt ist er voll da. Beides gegen zwei, gegen Wei und Vuletic. Und dann gibt es die Foulentscheidung. Fragt sich nur, gegen wen? Gegen Fabrizio Wei. ...22 zu 33 steht's. Ein beträchtlicher Vorsprung für die Lions zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Es geht einiges schief bei den Grazern und Pichtals Laune wird immer mieser. Völlig freier Dreier für Danek, aber auch den verwertet er nicht. Im Gegensatz zu Wei, der zwei spektakuläre verwertet hat vor ein paar Augenblicken. Ja, es ist der Wurm drin beim UBSC, überhaupt keine Frage. Pelko kehrt anstelle von Fabian Richter auf den Court zurück. Freibahn für Benedikt Danek und das lässt sich der Assist-König der ABL nicht nehmen, um einmal selber zu scoren und nicht immer nur dem Mitspieler den Ball zu servieren. Schal. Ja, jetzt kann auch Schal sozusagen mal einen Assist für sich verbuchen als Spielmacher. Pelko mit einem tollen Dreier. 10 Punkte des Slowenen bereits. Und Vuletic ist auf dem Weg zu einer Saisonbestleistung, die sich gewaschen hat. 15 Punkte hat er jetzt schon, 12 war sein Season High gegen den BC Vienna bisher.
Dazu hat er noch jede Menge Rebounds, also der ist richtig gut drauf. Ui, und jetzt gibt es da Diskussionen. Sebastian Schaal sauer über die nächste Schiedsrichterentscheidung und bekommt das Technische. Da hat der Kapitän des UBSC dann doch ein wenig zu heftig protestiert. Ich finde auch, dass man da ruhig Foul geben kann. Also ich verstehe, dass Sebastian Schaal da sauer war. Nach dem Timeout geht es dann weiter mit Seite Dreiskirchen, weil es ja eben das Technische gab. Freiwurf plus Seite. Very important is nobody. Nobody. Doesn't matter what happened in the court. Nobody told me perfect. Okay. We have full offense set. We play against five sides with Fabrizio. Okay, five sides. You attack the basket, but Fabrizio, after pick, you go to pick and pop. No throw down. Okay. And Cerny, you stay and here. I come up. I play, I rescreen, you pop here. But it's important, turn it all down. Fabrizio up, turn it inside. Inside is for Fabrizio. Yes, and good spacing, Dani. You have two shooters. Neutral and Treman. Let's go. We have one small foul. Ein Timeout zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt, könnte man sagen. Denn Wladimir Lucic hat seine Schützlinge sofort darauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt wichtig ist, nicht mit den Refs zu reden. Was dabei rauskommt, hat man bei Sebastian Schaal auf der anderen Seite gerade gesehen. 13 Punkte Vorsprung obendrauf für die Dreiskirchner, die jetzt eben noch diese Offense aus dem Technischen heraus für sich haben. Hui, ist dieser Fabrizio Vai jetzt schon wieder gut drauf. Für mich beim derzeitigen Stand der Saison ein absoluter MVP-Kandidat. Gemeinsam vielleicht mit Quincy Dix von den Gunners und Dane Watts von den Knights. Und das Teamplay funktioniert auch wunderbar jetzt bei den Lions. Was für ein Pass von Fabrizio Vai auf Florian Drumal, behind the back, das macht richtig Spaß. 13-6 haben die Grazer geführt. Seither sind die Lions mit 37-12 davongezogen. Insgesamt ergibt das dann 25-43. Aus neutraler Sicht hätte ich mir erwartet, dass die Grazer da ein wenig länger mithalten. Die haben auch vor den Sky-Kameras ein paar tolle Auftritte geliefert in der Anfangsphase dieser Saison, die Schützlinge von Pitschtal. Aber irgendwie ist die Luft beim Tabellenletzten, und deswegen ist er ja auch Tabellenletzter, draußen. Nicht nur offensiv, auch defensiv. Sie wissen einfach nicht, nur als Beispiel, was sie gegen diesen Alexander Vuletic tun sollen. Und der ist bei Gott nicht eine offensive Waffe, normalerweise der Lions. Heute ist er eine, und was für eine. Jetzt verbucht er auch noch Assists. Der UBSC völlig von der Rolle. Povilas Gaidis kehrt jetzt bei den Grazern zurück. Aber die haben da jetzt einen Rückstand aufgerissen innerhalb weniger Minuten, der dem Spiel jetzt schon leider eine vorentscheidende Richtung gibt. Da kann sich Fabrizio Vai getrost ein paar Minuten, Sekunden zunächst einmal, weil gleich ist die erste Hälfte aus, hinsetzen. Free Love
Auch von ihm kommt zu wenig. Wichtiger Treffer jetzt auch für das Momentum, für die mentale Seite. Bei den Grazern, da gab es jetzt noch Diskussionen. Der Schreibertisch hat da, glaube ich, ein wenig geschlafen. Aber Bernhard Adwenger lässt es offenbar gut sein, obwohl da es ein paar Missverständnisse gab. Wir befinden uns dann doch bereits in der großen Pause. Das zweite Viertel haben die Lions mit 31 zu 13 eindrucksvoll für sich entschieden, sind da richtig unbarmherzig davongezogen im Vergleich zu dem, was sie da im ersten Viertel abgeliefert haben, als es noch 16 zu 15 gestanden ist. Der Mann der ersten Spielhälfte ist ganz leicht auszumachen. Der heißt natürlich Aleksandar Vučetić, kommt aus Belgrad und steht jetzt an der Seite von Konstanze Reiß. Die Admiral Basketball Bundesliga wird Ihnen präsentiert von Admiral. Ja, und er hat sein Season High bereits bestätigt, haben wir schon gehört. Aleksandar, you're really on fire. You're kind of everywhere. They don't find a way to stop you. You already exceeded your season high, so it seems you feel pretty comfortable. Yeah, but I think the whole team deserves everything. You know, we play good defense, and from good defense we got open shots, we got fast breaks, we got easy points. And I'm open, Fabrizio, someone else, doesn't matter. So you're in a very great position to break that losing streak on the road. So is the game plan just to continue what you've done or anything else? Yeah, I think we didn't have luck. Like, we are not ready, we changed the coach. It was tough, but I think we will now start to winning away also, because if you want to make something, we have to win away, not just home. Home are we unbeaten, and away we have to try to win and to try to be like top four before the end. Thank you. Also, er hat gemeint, zu Hause, da sind sie ja in der Macht, aber auswärts, das haben wir schon gehört, da hat es ja bislang nicht so wirklich geklappt. Man muss auch auswärts gewinnen und wir haben gesehen heute, da schaut es gar nicht so schlecht aus. Und er hat gemeint, ja, seine eigene Performance, die freut ihn natürlich, aber nicht nur er, sondern er findet, das gesamte Team hat wirklich bislang eine sehr gute Leistung gezeigt, vor allem in der Defense. Und dadurch, dass sie in der Defense so gut sind, kommen sie dann zu sehr leichten Punkten und vor allem die Fastbreaks waren wirklich entscheidend. Und deshalb ist dieser Aleksandar Vučetić wenig überraschend auch der Topscorer bisher in dieser Partie mit 17 Punkten. Auch stark dahinter, Wei und Trümmerl. Und dann gibt es einen Respektabstand zu den restlichen Löwen. Auf der anderen Seite zwar 10 Punkte von Jure Pelko, aber viele davon aus Freiwürfen, wenige aus dem Spiel. Da muss er nachlegen, genauso wie seine Mannschaftskollegen. Gleich geht's weiter mit der Pausenanalyse. Viel Spaß. Zu 31 ist dieses zweite Viertel ausgegangen, Max. Sind die Lions jetzt so richtig ins Laufen gekommen, wie es Fabrizio Weil vor dem Spiel gesagt hat? Wir müssen ins Laufen kommen. Ja, genau. Also Dreiskirchen, wir haben in der Viertelpause davon gesprochen, beide Mannschaften kennen Rhythmus. Das gilt jetzt nur mehr für Graz. Also Dreiskirchen hat den Rhythmus definitiv gefunden und hat